Hallo, herzlich willkommen zu Galaxies Asperger TV. Ich bin Doro und ich coache regelmäßig autistische Menschen in ihrem Leben, biete Hilfestellung an und helfe so ein bisschen das Navigieren in die richtige Richtung. Zu mir kommen ganz viele Frauen, auch die gar keine Diagnose haben, aber sich im Spektrum wiederfinden. Für genau diese Frauen bin ich auch da und es spielt für mich keine Rolle, ob ihr eine Autismusdiagnose habt oder nicht. Wenn ihr die Vermutung habt, dass ihr dahin gehört, dann könnt ihr zu mir kommen, wenn ihr Unterstützung braucht. Mein Anliegen ist es eben, nur mit dem Hintergrundwissen von Autismus, eben meinen Beruf als Coach, als Personal Coach, als Paar- und Familienberater, eben mit der Qualifikation Autismus noch ein bisschen weiter zu helfen. So viel vorweg. Jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über mich. Und das heutige Thema wird das Imposter-Syndrom sein, das eben gerade zumeist diese Frauen mitbringen. Was ist Imposter-Syndrom? Schon mal gehört? Imposter-Syndrom bezieht sich eigentlich eher auf die Berufswelt, dass man denkt, man gehört nicht irgendwo hin, man sei unterqualifiziert, man würde nicht gut genug sein. Und das passiert häufig eben auch Frauen, viel mehr noch als den Männern. In diesem Zusammenhang mit diesem Video hier geht es aber natürlich erstmal nicht um Arbeit und nicht um das Gefühl, qualifiziert oder nicht qualifiziert für einen bestimmten Job zu sein. In diesem Video verwende ich den Begriff Imposter-Syndrom aber viel mehr in Richtung etwas vormachen, so tun als ob, vorgeben, jemand anderer zu sein. Und genau dieses Problem haben ganz viele Menschen, die noch keine Autismusdiagnose haben, die erwachsen sind, die ihr Leben reflektieren und sehen, hey Mensch, das war alles nicht so, wie es die Gesellschaft vielleicht erwartet. Ich hatte immer Schwierigkeiten und diese Schwierigkeiten erkenne ich hier wieder. Und diese Menschen denken aber dann oft, eben weil sie noch nicht erkannt wurden oder manchmal hatten sie schon Diagnostiken und Abklärungen und früher, ja, vor 20 Jahren vielleicht, da hat eben noch keiner dran gedacht, dass zum Beispiel auch Frauen oder subtiler Autismus die Anzeichen, was das bedeutet und dass diese Gruppe, Frauen und subtil autistische Menschen, dass die beide auch in dieses Spektrum hineingehören. Und wenn man dann so eine Abklärung gekriegt hat und mit der Diagnostik, die man bekommen hat, nicht zufrieden ist oder das fühlt sich eben nicht stimmig an, es geht nicht darum, zufrieden oder nicht, ich will das eine oder das andere, man ist ja, wer man ist. Also meine Meinung zu Diagnostik, ja, die kann ich auch gleich nochmal erklären, aber den Satz zu Ende bringend. Es ist wirklich dann schwierig, bei sich zu bleiben und zu sagen, ja, ich fühle mich in diesem Spektrum, ich sehe mich dort wieder und dann herauszutreten und einem Arzt gegenüberzutreten und zu sagen, hey, das bin ich, so fühle ich mich. Gerade wenn die Autorität, in dem Fall der Arzt, einem schon gesagt hat, vielleicht in der Vergangenheit eben, nein, sie haben keinen Autismus. Oder man hat noch nie eine Abklärung machen lassen. Oder man hat die Diagnose Depression oder bipolare Störung oder Borderline-Syndrom oder Magersucht mit einer depressiven Episode. Oder. Es gibt sehr viele Fehldiagnosen, die gerade auch Frauen passieren, die eben eine Diagnostik bekommen, aber die Symptomatik, also die Kernproblematik wird nicht erkannt. Langsam wächst das Bewusstsein auch für den Autismus in Frauen und langsam bemerkt man, dass das Spektrum ja so breit ist und dass autistische Menschen nicht immer so ganz klar hier in diese, in dieses Format von der Vorstellung vom klassischen Autismus hineinpassen. Sondern nein, da gibt es ein viel breiteres Spektrum und das ist auch autistisch und es mag vielleicht subtiler sein. Es mag vielleicht weniger auffällig sein. Die Frauen mögen vielleicht viel mehr masken und überspielen können. Aber nichtsdestotrotz gibt es große Probleme und ich sehe das in meinem Coaching ständig, dass Frauen wirklich große Probleme und einen starken Leidensdruck haben, weil sie in dieser Gesellschaft nicht zurechtkommen. Weil es eben so viele typische Merkmale gibt, die autistisch sind, die vom anderen Planeten sind und hier eben nicht hineinpassen in diese Gesellschaft und da auch nicht zurechtkommen. So, jetzt kurzer Exkurs, was ich von Diagnosen halte.
In meine Coachings kommen Menschen, die möchten unbedingt eine Diagnose haben und sie möchten unbedingt Autisten sein. Vielleicht sind sie es auch nicht. Mir ist das egal. Also für mich spielt es keine Rolle. Ich sehe den Menschen. Ob jemand eine Diagnose hat oder sich eine wünscht oder was auch immer eine wirklich bräuchte, es spielt für mich keine Rolle. Eine Diagnose macht für mich dann nur Sinn, wenn jemand davon Hilfe hat oder Unterstützung dadurch bekommt oder sich selbst besser verstehen lernt oder seiner Umgebung besser erklären kann, was sein Problem ist. Wenn man dann manchmal so einen Begriff hat, den man nutzen kann, unter dem sich viele Menschen etwas vorstellen können oder drüber lernen können, indem sie sich Informationen einholen, dann finde ich, macht das Sinn. Wenn jemand für sich selbst sagt, hey, ja, ich gehöre dazu und jetzt weiß ich, verstehe ich die Welt besser, mich besser. Aber das Ding ist ja eigentlich nur ein Konstrukt, das wir Menschen erfunden haben. Dieses Ding Autismus oder dieses Ding Diagnose. Und das ist mir egal. Ich sehe den Menschen und ich helfe dem Menschen. Mit natürlich auch dem Wissen, wie autistische Menschen ticken können. Aber wenn ich sehe, jemand tickt gar nicht so und ist gar nicht autistisch, dann kann ich dem natürlich trotzdem helfen oder trotzdem coachen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass natürlich ist es nicht gut, dass man jetzt das Wissen über Autismus zum Beispiel nutzt, um sich eine Diagnose zu erkaufen oder irgendwie unzurecht anzueignen oder mit diesem Wissen, was ich auch hier weitergebe, dass jemand dann sich die Rosinchen rauspickt aus diesem Wissen und dann zum Arzt geht und sagt, ich habe das. Ich weiß gar nicht, was das bringen sollte, aber es gibt wohl auch solche Menschen. Und jetzt kommen wir auch wieder zurück zum Imposter-Syndrom. Denn genau diese Menschen, die zu mir kommen und meinen, sie finden sich im Spektrum wieder und trauen sich aber nicht zum Arzt zu gehen, aufgrund des Imposter-Syndroms, die trauen sich nicht hinzugehen, weil sie wollen nicht, dass man denkt, sie gaukeln da etwas vor. Die hinterfragen ganz, ganz genau, bin ich das wirklich? Ja, manchmal in manchen Phasen des Lebens komme ich aber eigentlich zurecht. Ich komme phasenweise schon zurecht, ich kann mitschwimmen. Bin ich denn wirklich autistisch oder erschleiche ich mir da irgendwie eine Diagnose? Bei diesen Frauen, bei diesen Menschen, manchmal auch Männer, aber es sind meist wirklich die Frauen, da bin ich ganz oft sicher, dass sie ins Spektrum gehören. Ich kann das ja inzwischen auch ganz gut erkennen. Also man kriegt da so ein Gespür für. Ich bin kein Arzt und darf keine Diagnose stellen und das mache ich auch auf gar keinen Fall. Und das sage ich auch jedes Mal dazu, dass man mich nicht fragen soll, bitteschön, ob Autismus vorliegt oder nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Aber man kriegt trotzdem so ein bisschen ein Feeling dafür, wer es sein könnte und wer absolut da nicht hingehört. Und diese Frauen, die doch tendenziell sich da wiederfinden, aber genau das Gefühl haben, ich traue mich nicht in die Diagnostik. Was ist, wenn ich doch keinen Autismus habe? Dann blamiere ich mich doch vor allen Leuten, dass ich jemand war, der mir sich das erschleichen wollte, aus welchen Gründen auch immer. Liebe Frauen, ihr seid damit nicht allein. Es gibt ganz, ganz viele von euch, die sich eben hier wiederfinden, die meine Videos schauen, die viel drüber lesen, die denken, das passt zu mir, aber vielleicht bin ich es nicht, manchmal komme ich zurecht, manchmal nicht. Ach, es geht schon irgendwie und die Angst ist groß. Traut euch. Ihr könnt auch jedes Mal, also wenn euch das wirklich wichtig ist, wenn ihr das wissen müsst, wenn ihr das wissen müsst für eure Arbeit oder für Pflegeleistungen oder für die Familie, dass ihr der erklären könnt, wieso ihr anders seid oder auch nur schlichtweg für euch. Wenn das für euch wichtig ist, dann traut euch in die Diagnostik zu gehen. Es ist sehr schwierig, momentan Plätze zu finden für Erwachsene. Unser System ist noch nicht gut genug ausgebaut und das ist auch mein Aufruf an die Gesellschaft, an die Mediziner, an unser Gesundheitssystem, dass wir da ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf werfen, auch für die Erwachsenen Angebote zu finden, Diagnosestellen, dass es da welche gibt. Es gibt sie, aber die sind meist überlaufen, die Wartezeiten sind lang und in dem ganzen Verfahren, bis man da durch ist, das dauert seine Zeit. Das sollte alles viel schneller sein und das sollte besonders für autistische Menschen schneller sein, weil dieses nervenaufreibende Verfahren, das beansprucht sehr, sehr viel Energie und tut nicht gut. Nichtsdestotrotz, wer den Aufwand auf sich nehmen kann, sollte sich nicht von dem Imposter-Syndrom abschrecken lassen.
Wer sich ganz unsicher ist, kann natürlich zu mir ins Coaching kommen und ich helfe da auch weiter. Ich kann auch Tipps geben, wo es denn Anlaufstellen gibt, wo man das machen kann. Es gibt auch eine Liste, die könnt ihr auch gerne bei mir erfragen, indem ihr einfach eine E-Mail schreibt. Die Adresse ist unten verlinkt in meinen Beschreibungen. Schreibt mir nur kurz, dass ihr die Liste haben wollt, dann könnt ihr eine Liste bekommen, wo ihr die Adressen in Deutschland für Erwachsenendiagnostik haben könnt. Aber nochmals, die Menschen, die wirklich glauben, sie finden sich hier wieder, ganz leise und heimlich, und die diese Bedenken haben, gerade diejenigen, die so ein bisschen zweifeln, ich will ja nichts vorgaukeln, ich will ja nicht vorgeben, jemand anderer zu sein, als ich bin. Was ist, wenn ich es nicht bin? Was denken die Leute? Was denken meine Freunde, meine Familie, wenn ich es nicht bin? Gerade diese Menschen, die dürfen das ruhig machen, weil wer das Problem mit dem Imposter hat, der ist sicherlich gut genug oder in dem Fall, der hat sicherlich etwas, was er wahrhaft in sich erkennt, was er gerne abklären möchte. Und ihr seid gut, wie ihr seid. Autismus, Diagnose hin oder her, das spielt keine Rolle. Wir sind alle Menschen und jeder Mensch trägt etwas in sich, das der Gesellschaft wichtig für die Gesellschaft ist und ein großer Beitrag in dieser Welt. Wir alle gehören hierher. Manch einer von euch fühlt sich vom anderen Planeten, aber wir alle gehören hierher. Wir sind alle ein buntes Durcheinander an verschiedenen Qualitäten und das macht es doch auch so wunderschön, dass wir hier alle, jeder auf seine Art etwas tun können. Bitte bleibt so positiv und wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch an mich. Ein kostenloses Vorgespräch kann jeder bei mir buchen. Alles findet ihr, alle Informationen findet ihr auf der Webseite und die ist natürlich auch unten verlinkt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.